So, und schon geht's weiter mit der nächsten Aufnahme und der nächsten Folge. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, Banditenanführer. Das sollte eigentlich erstmal der letzte sein, hatte ich glaube ich gesagt. Danach wollen wir uns erstmal anderen Dingen zuwenden, damit das nicht allzu langweilig wird. Also fangen wir mal an. Aber ich glaube, wir nehmen nicht das, sondern den Bogen. Die Seelen von den Menschen können wir, glaube ich, nicht erziehen. Da haben wir noch keine groß genugen. Seelensteine, die groß genug dafür sind. Da brauchen wir, glaube ich, riesige oder so. Bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir ja nur klein und winzige, soweit ich jetzt Euch eine weiß. schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Alter. Nehmen wir aufhören zu laufen. Stirb, ey. Zack, ab in den Hals. Magika, Eisenpfeil. Felgelumpe. So. Die hat sich da gut versteckt gehabt, die Gute. Ha, gut versteckt, die Gute. Lachs braucht man nicht. Lauch auch nicht. Käse. Was? Backkartoffeln. Nom, nom, nom. Lachs, 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 Lachs. So, mal gucken, was wir hier so drin haben. Ein Mehlsack. Nee, Mehlsack. Nee, Karotte auch nicht. Salz nehmen wir mit. So. Dann war hier drüben noch einer, den wir totgeschossen haben. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Ah nein, ich plündere den erstmal. Plündern. Gold, Karotte, nein. Eisenpfeil nehme ich mit. Aber soll's das auch? Blumen. So, da rein gehen wir gleich. Wir gucken erst noch danach, ob da noch welche draußen rumrennen. Hallo, ist da jemand? Oh ja, das Schmied. Ein Schmied. Zwei. Wie es klingt. Einer haut und einer schleift. Na, wo sind sie? Gesetzloser. Ey! Fucking Blitz da. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Hallo! Orkisches Schwert, zack. Und bam, bam, bam. Zack, und links und rechts zum Tod. Alter, wo ist die denn hingeflogen? Was haben wir denn mit der gemacht? Direkt mal einen Kilometer weit weggekickt. Sehr witzig. Naja, winziger Seelenstein wieder mal. Die wollte noch mal fliegen, bevor sie stirbt. So, huch. So, dann schauen wir doch mal, was die anderen noch so gedroppt haben. Und was hier so rumliegt. Oh, Eisenbarren, die nehmen wir natürlich mit. So, was haben wir hier noch so? Eine Schmiede. Hier liegt was rum. Mondstahlstreitkolben. Nice. Ein Eimer, Schleifstein. Hier haben wir Schmiedekunst. Oh, wir können auf ein Level aufsteigen. Dann machen wir das doch erstmal. Immer das wieder vergessen. 50, 120. Dann nehmen wir etwas Ausdauer. Okay. Und schauen wir mal, was wir noch machen können. Was gibt's hier? 10% besser. Das Wachen bestechen. Beratungsversuche. Jeden beliebigen Gegenstand an jeden Händler. Ich glaube, Redekunst skill ich auch mal mit. 10% höhere Preise sind ja nicht schlecht, aber ich gucke erstmal, was es noch so gibt. Nicht, dass man hier noch. Taschendiebstahl. Ah. Hier Schloss knacken. Huch, nicht so weit auf, meine Güte. Schlösser der Lehrlingsstufe sind viel einfacher zu knacken. Ah ja, ich glaube, das können wir uns noch sparen. Was haben wir hier bei Schleichen? Geräuschrüstung, 50% leiser, das brauche ich auch noch nicht. Einhandwaffen, das brauche ich dann. Da brauche ich aber noch ein Level in Schleichen.
Leichte Rüstung, Schießkunst, hier hätten wir noch was. Was haben wir hier? Adlerauge, ach, das war das mit den Zielen. Und ruhige Hand. Das Heranzoomen mit dem Bogen kostet die Hälfte der Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 25%. Okay. Lass das mal machen, ich glaube, das brauche ich noch nicht. Oder skill ich das mit? Ich meine, Preise sind im Moment noch wichtig, weil wir noch nicht so viel Geld haben. Ich mache jetzt erstmal das. Wir haben ja schon fast die Hälfte zum nächsten Level. Haben wir hier Mondeisenschwert. Bandit durchsuchen, Stahlpfeil, Bier, Dietrich Gold, Eisenpfeil, Jagdbogen nehmen wir auch mit. Notizen der Mondschmiede. Nehmen wir mit. Das ist ein wertvolles Buch, wie es aussieht. 55 Gold, so Eisenpfeil wieder, Jagdbogen und eine Truhe. Truhe, 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 Gold, Giftresistenz. Rüstung, Pelzschild. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Die Lederrüstung war die stärker. Objekte. Da. Bekleidung. Lederrüstung. Eins mehr. Oder was? Schuppenhelm, Vampirrüstung 4, Lederrüstung 35. Na schön, dann legen wir die doch an. Wenn die sagen, die ist besser, dann legen wir die mal an. So, und jetzt können wir unten rein in das Tor, wo dann auch der Banditenanführer drin hausen müsste. Legen erstmal auch den Bogen wieder an. Lagerstille Monde. Wollen wir doch auch schleichen, wenn das die stillen Monde sind. Was wir hier haben, Holzschale, nichts weiter Interessantes. Hier ist ja gar keine Sau. So, was haben wir hier? Tasse. Wir suchen ja auch noch diesen Schwarzdornmeter. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Also bin ich immer noch offen für Anmerkungen. Wenn jemand weiß, wo man den herkriegt. Hallo? Macht denn der hier am Gang? Was? Der Banditenanführer instant tot? Mit einem Schuss? Echt? So viel Schaden habe ich jetzt gemacht. Das kann ich aber nicht so ganz glauben. Das ist nur ein Schwacher. Die anderen haben ja ziemlich viel ausgehalten. Okay, ich meine, das war genau ein Kopf. Aber hier steht auch nur Bandit, nicht Banditenanführer oder irgendwas. Ah, da labert auch noch jemand. So war das der wohl noch nicht. Da kommt wohl noch einer. Da ist noch einer. Oh, das war aber auch ein leichter Bier, Dietrich Gold, Eisenbogen. Tja. Fässern ist wieder nichts drin. Die Tür noch aufmachen. Huch! Ah, das war jetzt doof. Nö. Einfach gerade lassen. Auch gut. Lassen wir es einfach gerade. Interessant, interessant. Was haben wir hier noch so? Eine Truhe. Gold. Urikalkumbarren. Silbernes Marktteilskette. Sowas, sowas, sowas. Und hier, was steht hier noch so rum? Magikatränke. Mondaxt. Tränke. Heiltränke. Eine Schale wert 20. Oh, Knoblauch, gut. Kaninchen, ne?
Haben wir dann hier noch Gold, Gold, oh, wir brauchen gleich mehr Schleichen. Gold, Gift. Und hier noch was Interessantes. Angebratener Schlachterfisch. Und Brot. Und ah, Hexenrabenfedern. Sehr gut. Ja dann, auf nach oben. Auf nach oben. Da 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 da. Haben wir noch eine Truhe? Etwas Gold, Eisen, Kriegsaxt brauchen wir nicht. Dann machen wir hier mal auf und sind wieder draußen. Jaha, Freiheit! So, jetzt wollte ich noch schauen. Ach, die Waffen, die Mondwaffen da. Acht, zehn, elf. Wie viel machen meine? Elf und zehn. Ja, da entferne ich das aus den Favoriten. Das mit hinzu. Eins kann man zaubern, eins verbrennen, schätze ich mal. Verkaufen. Verbrennen. Genau. Gut, gut, gut. Ja, dann reisen wir doch mal fix zurück und geben die Quest ab. Zack. Reise, Reise. Du-dup, du-dup. Ah. Was? Gescheitert, bring einen Schwarzen und Mäzer. Warum ist das jetzt gescheitert? Ich habe nur eine bestimmte Zeit dafür, das zu machen, oder was? Das sieht geil. Da gehen wir auch dann gleich nochmal zu dem hin und fragen den direkt mal. Das ist ja Beschiss. Der macht Beschiss. Einfach meine Quest abgebrochen. Einfach so. Quest abgebrochen, zack. So, Banditenanführer ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier wieder ist mal eure Belohnung. Vielen Dank. Genießt euren Besuch. Wieder nur 100. Es lohnt sich fast gar nicht, die Banditenanführer zu töten, wenn man da immer nur 100 dafür kriegt. Das ist eigentlich voll für den Arsch. Darf ich kurz an den Zauberer? Besucht ihr die Drachen? Hallo? Geh mal weg da. Danke. Nice. So, entzaubern. Und Eisenschwert. Ja, okay. Wilderer Beil, entzaubern, jawohl. Das könnte eine gewisse Resistenz auch. Das andere Mal noch nicht. Benutze ich ja noch und ist auch noch aufgeladen. So. Und hindurch durch die Tür und dann gehen wir jetzt mal zum Sitgeier. Und fragen den mal, warum der die Quest abgebrochen hat. Der Sack. Ja, so ein Land würde ich auch gerne kaufen und ein Anwesen darauf errichten, aber irgendwie sei mir das immer nicht gestattet. Dann warten wir mal noch, bis Tag wird. 3-4 Stunden. Das geht ja fix und dann auf ins Haus. Und da sitzt er, der Sack. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der... Ihr habt euch als verlässlich erwiesen. Ach so, hab ich das. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit der ich ein paar... diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut. Aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. Gut. Los geht's. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Tötet alle Banditen. Hey Kumpel, kauf mal die restlichen Schwerter, die ich da noch hab. Alles gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Lass mal sehen. Was haben wir hier? Eisen, Gold, Erz, Schwert, Jagdbogen.
Jagdbogen verkaufen. Weg, Seelen behalte ich. Leichte Stiefel weg, Langbogen weg. Und der Kriegerhack weg. Orkus Schwert weg, Pelzschild weg. Stahlschwert weg, Vampirrüstung. Weißlauferwachenrüstung weg. Dann müssen wir alles weghaben an Waffen, was uns belastet. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Was sollst du mir denn liefern? Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ah, das ist wohl jetzt der Brief für das Haus, weil die Quest für das Haus habe ich ja schon bekommen. Das ist aber nett. Wo steht das gleich? Bücher hier. Brief von Jarl ist jetzt geier. Ah, alles klar. Reden wir doch gleich nochmal mit, mal schauen, was er sagt. Wahrscheinlich wollte er mir eh nur die Quest geben. Ja, was wollt? Oh, aus irgendeinem Grund war mir nicht bewusst, dass ihr dieselbe Person seid, um die es in all den Geschichten ging. Nun, ihr müsst ohnehin noch diese Banditen töten. Ihr erinnert euch. Danach können wir uns über den Erwerb von Grundbesitz in Falkenring unterhalten. Ah ja, sehr schön. Endlich. Besucht mich doch mal. Jetzt, wo ich mich damit abgefunden habe, dass es noch nichts gibt und ich mir das Haus in Weißlauf gekauft habe, kriege ich natürlich den Brief von Karl und kann Grundbesitz erwerben. Sehr gut. Egal. Dann haben wir wenigstens nicht so viel, was wir umlagern müssen. So. Hinreisen. Da hinüber müssen wir. Und zack, zack, hinab. Oh, hey. Stirb, Mann. Wolfspelz. Stopp. Wolfspelz. So. Dann geht's jetzt weiter zu der Mine. Und danach bauen wir erstmal ein Stückchen unser Haus auf, würde ich sagen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann tun wir unser ganzes Zeug umlagern. Jagdbogen der Seelen, da ist ein Fuchs. Tsching! Meine Seele. Huch! Gib mir deine Seele! Zack. Der arme Fuchs. Der arme, arme kleine Fuchs. Hat es doch gar nicht verdient. So. Jetzt sind wir auch schon gleich da. Das ging sogar mal fix ausnahmsweise. Und da ist schon der erste. Dann legen wir doch schon mal den Bogen an. Speichern nochmal eine Runde. Dahin. Yep. Und dann geht's los. Wo ist denn der hin unterwegs? Hat er den Hasen gejagt? Ging natürlich erstmal daneben. Jetzt haben wir getroffen. Getroffen! Ein paar Bären einsammeln hier. Was hat der getötet? Ah ja, den Hasen. Kaninchenkeule. Bandit. Der hat nur Mist dabei. So, mal schauen, wie viel sich noch in dem Lager dort befinden. Und wie lang die Mine ist. Hier redet auf alle Fälle mindestens einer. Ah, da geht's so hinauf.
Na, mal sehen. Wir haben Lederstreifen, Lederstreifen, die brauchen wir zum Schmieden. Tränke nehmen wir sowieso mal mit. So. Und hier ein Eisenpfeil, 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 Eisenpfeil. Oh, noch ein Eisenpfeil. Wieso liegen die in dem scheiß Korb drin? Langbogen, Langbogen, Langbogen. Und? Wo labert der jetzt? Ich sehe den nicht. Bestimmt da ganz oben irgendwo. Gucken wir mal, was die hier noch rumliegen haben. Orkischen Pfeil, Eisenpfeil, Eisenpfeil. Was ist das? Irgendwas komisches. Ein paar Kisten. Gucken wir mal hier nach, ob wir von hier oben jemand sehen. Ist dort einer? Sieht so aus, als wäre da einer. Ein Banditengesetzloser, der uns noch nicht gesehen hat. Und jetzt tot ist und runterfällt. Super. Der nächste. Nur ein Bandit. Ach komm schon. Jetzt. Erwischt, mein Freund, erwischt. Höp. So. Was haben wir hier? Pelzstiefel, nö. Truhe, die machen wir doch glatt auf. Klick. Haben wir das Gold raus. Schlafen wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt gucken, was der Banditengesetzlose dabei hatte. Ach, der Bandit ist ja auch runtergepurzelt. Nur den. Gold, Eisenpfeil. Naja, das nehmen wir nicht mit. Das wird zu schwer. Was hat der hier? Gold. Pelz, Pelz, Eisenpfeil, Stahlstreitkolben. Nein. Brauchst du alles nicht. So. Jetzt sagen wir hier oben. Ob hier noch einer ist. Fass gibt's hier noch. Fass, also. Ach, schau an. Hier gibt's den Steinbruch. Wo der Stein fürs Haus rauskommt. Für den den man für den Hausbau braucht. Was liegt denn hier drinne? Huch. So ein Müll. Ah. Das Erz für die Orkwaffen. Schmelzhütte. Auch nix. Liegt hier noch irgendwo was rum an der Schmiede? An der Schmiede, an der Schmiede, an der Schmiede. Hier liegt noch was. Eisenpanzerhandschuhe. Orkscher Zweihänder. Stahlhornhelm. Stahlschwert. Ah ja, mal schauen, wenn wir dann hier aus der Mine wieder rausgehen, können wir das ja vielleicht noch mitnehmen, wenn wir noch genug Platz haben. Und noch ein bisschen was von Wert mitnehmen wollen. Was haben wir hier noch? Zack, das geht ja direkt auf. Ist gezeichnet. Bisschen Gold und ja, mal ein gebratenes Ziegenbein. Nordmet. Na ja, gut. Dann ab in die Mine. Hinein! Gallenschlund.